Ich bin seit vielen Jahren hier auf Phuket und es war mir natürlich ein Anliegen, jetzt auch nach dem Tsunami wieder herzukommen, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, dass die Leute wieder herkommen. Das ist die beste Hilfe, die man hier leisten kann. Der erste Drehtag, die erste Überraschung. Ausgerechnet deutsche Sextouristen machen auf Moral. Mit vielem hatten wir gerechnet, damit nicht. Kaum waren die Leichen vom Strand geräumt, waren die Herren wieder da. Auf Phuket arbeiten wieder mehrere tausend Frauen in der Sexindustrie. Etwas Besseres kann denen gar nicht passieren eigentlich. Gell? Weil sie kriegen, normaler Job, könnte man ja denken, wäre vielleicht was Besseres. Ja, ihr Job auch, gell? Aber sie machen auch den Haushalt, sie machen den Leuten die Wäsche, sie kochen, sie machen ja alles auch. Gell? Dafür kriegen sie ja gutes Geld im Monat. Und das Essen und Schlafen, alles umsonst. Wenn sie zum Doktor müssen und ein Cremchen brauchen, da kriegen die alles und wird da bezahlt, gell? Sextourismus als praktizierte Mitmenschlichkeit oder doch Pascha im Pauschalurlaub? Was treibt deutsche Männer nach Thailand und was treiben sie dort? Ein ganz normaler Nachmittag am Strand von Phuket. Junge Thai-Mädchen, eiskaltes Bier und reichlich nicht mehr ganz so junge alleinreisende Herren. Ich habe hier eine Thai-Freundin. 2002. In Deutschland hat meine Frau einen Jüngeren zugelegt. Und ich bin jetzt mit 66 hier hingekommen. Ich bin ja mittlerweile 69. Haben in Deutschland eine Frau und hier eine Thai-Freundin? Langsam. Ich habe in Deutschland eine deutsche Frau gehabt. Ja. Und die hat sich einen jüngeren Mann zugelegt. Ach so, und dann haben Sie gedacht, dann kann ich auch, oder? Die kann, habe ich gesagt, gar nicht schon lange. Und dann bin ich dann mit 66 hier dann noch runtergekommen. Ne? Und wie alt ist Ihre Thai-Freundin? 35. Das sind ja nur 30 Jahre Unterschied. 34, ich bin 69. 69, ja. Die arbeitet hier in der Küche und kocht. Und was war jetzt für Sie so toll dran, eine junge Thai-Frau? In Ihrem Alter, wenn ich das so sagen darf, noch mal sich dann zu angeln. Man jung. Dann bleibt man halt jung. Ne? Und die meisten sind ja ein bisschen knackig. Ne? Verstehen Sie, dann bleibt man halt jung. Ne? Aber in Deutschland hätten Sie wahrscheinlich keine 34-Jährige mehr gekriegt. Nein. Dann müssen wir gleich alt werden. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, dann tue ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hier den lästigen Winter in Deutschland entgehen. Und hier den schönen, habe ich immer Sommer. Hier, und hier hast du alles, was dein Herz begehrt. Hier kannst du in die Stadt gehen, hier hast du Gogo-Bars, hier hast du Table-Dancing, hier eine Walking-Street. Ne? Table-Dancing brauchst du auch noch, obwohl du eine junge Thai-Freundin haben. Ja, man kann ja mal gucken. Ne? Appetit kann man sich denn ja holen. Ne? Was ist denn für Sie jetzt so attraktiv an einer Thai-Frau? Ja, also ich sag ja immer so, bezahlen müssen wir nun auch. Das gibt es ja hier, Liebe gibt es ja nicht, jetzt gibt es hier nur, wie soll ich so, geldbezogene Verhältnisse. Ja, Prostitution oder? Irgendwie, wissen, muss ich mal ganz ehrlich sein, hat man sie alle mal in der Bar kennengelernt. Die Leute, die erzählen, die sie auf der Toilette kennengelernt und gehen über Land und gehen nach Reispflückerin suchen, das gibt's hier nicht. Aber dann sind es doch eigentlich reine Sexbeziehungen. Das hat ja mit Liebe oder mit, weiß ich nicht, mit Gefühlen nichts zu tun, oder? Wenn man 69, dann ist Sexbeziehung nicht mehr, ja. Oder ich weiß es nicht. Ja, doch, sehr ehrlich sind sie auch. Ja. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es den Mädels dabei geht? Sie machen es ja freiwillig. Sind Sie denn sicher, dass Sie der Einzige sind, der für Sie bezahlt? Das kann man nie sagen. Aber ist Ihnen auch wurscht, oder? Im Endeffekt, mach mich nicht weiß, mach mich nicht heiß. Jetzt gehe ich nochmal eine Runde schwimmen. Ja. So, tschüss, ne? Tschüss. Werner aus Bochum bringt einen Großteil seiner Rente hier in Thailand durch. Seine Thai-Freundin heißt Deng und Werner will sie uns unbedingt noch vorstellen, damit wir sehen, wie gut es ihr mit ihm geht. Verständigungsprobleme gäbe es nicht, sie hätten da so ihre eigene Sprache entwickelt. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch, ja. A little bit Deutsch, oder? Ja, ich spreche ein bisschen German. Ich spreche ein bisschen von Germany.
Wie geht es dir? Hallo, wie geht es hier? Ja. So you live together with him some months of the year? Der Englisch kann doch nicht. Ja. Sie leben einige Monate im Jahr mit ihm zusammen? Von hier? Ja. Du, ja. Wir 4 Jahre, ne? 4 Jahre, ja. 4 Jahre leben wir jetzt zusammen. Ja. Und wie ist er so? Ja. Guter Mann? Gut oder schlecht? Ja, gut. Guter Mann? Ja. Ich behandle sie gut, ich bin kein Schwein. Phuket 2006. Die Prospekte der Reisekonzerne sprechen von Rückkehr zur Normalität. Nur in den Nebenstraßen sieht man noch die Tsunamischäden. Für ein paar Dollars zeigen Jungs aus dem Ort interessierten Touristen die schlimmsten Stellen. Das Rotlichtviertel wurde im Dezember 2004 von der Welle mit voller Wucht getroffen. Der Tsunami traf Phuket unvorbereitet. Die Menschen in den Hotels und Bars direkt am Strand hatten keine Chance. 5.400 Menschen kamen in Thailand ums Leben. Viele der Opfer waren illegal eingereiste Prostituierte aus Laos und Vietnam. Doch während Expertenteams die Leichen der ausländischen Urlauber aufwendig identifizierten, verlor niemand ein Wort über das Schicksal der Barmädchen. Das Sexbusiness duldet keine Sentimentalitäten und keine Auszeiten. Das Geschäft läuft weiter, als sei nichts gewesen. Viele der Prostituierten sind illegal eingewandert. Keine Arbeitserlaubnis und kein Pass. Sie sind zwar da, aber offiziell existieren sie nicht. Genau wie die Tsunami-Opfer, die die Menschenhändler längst ersetzt haben. An Nachschub aus den verarmten Nachbarländern herrscht kein Mangel. Es gibt vieles, was Sextouristen nicht gerne hören. Armut, Menschenhandel, Ausbeutung, das passt nicht zu ihrem Bild vom stets lächelnden Thai-Mädchen. In den Sexclubs sind wir mit versteckter Kamera unterwegs, alles andere wäre zu gefährlich. Die Profiteure der Sexindustrie lassen sich nicht gerne in die Karten schauen. Eine der 40 Frauen in diesem Club ist Nam, 24 Jahre alt, alleinerziehende Mutter wie viele hier. Die meisten ihrer Kunden sind Deutsche. Uns ein Interview zu geben, das war für Nam ein schwieriger und ein mutiger Schritt. Ich habe eine Ausbildung als Kindergärtnerin. Aber als unsere Tochter geboren wurde, hat mein Mann mich verlassen. Das war für meine Familie eine große Schande. Meine Mutter hat mich hierher gebracht. Sie kennt den Barbesitzer. Und der hat gesagt, mein Typ käme bei ausländischen Männern gut an. Als ich das erste Mal im Bikini auf der Bühne stand, habe ich mich furchtbar geschämt. Das war vor 6 Monaten. Aber ich fühle mich immer noch schmutzig, wenn ich mit Kunden auf ihr Zimmer gehe. Wir müssen daran denken, was uns Werner am Strand erzählt hat. Die Mädels verdienen hier gutes Geld, die sind immer gut drauf und haben Spaß mit uns. Auf uns wirkt das Rotlichtviertel von Phuket wie ein trostloser Umschlagplatz für sexuelle Dienstleistungen. Die Polizei hält sich auffallend zurück. Selbst Alterskontrollen scheinen die absolute Ausnahme zu sein. Ich
Mein Arbeitstag in der Bar beginnt mittags um eins. Ich muss einmal jede Stunde tanzen und zwischendurch Bier ausschenken. Bezahlt werde ich dafür nicht, nur wenn ein Kunde mich mitnimmt. Viele der Männer sind betrunken und behandeln uns schlecht. Ich möchte aber nicht darüber sprechen. Sie bezahlen für Sex und wir sind in deren Augen eben nur Barmädchen. Der Barbesitzer hat mir gesagt, lächle einfach und denk nichts bei der Arbeit. Und so versuche ich zu lächeln. Die Mädchen hier, ja, ja. Mädchen ist schön in Thailand. Und die schmecken, next. Belgier, Österreicher, Deutsche. Für ein paar Euro darf sich hier jeder so aufführen, wie er es zu Hause wahrscheinlich nicht wagen würde. Ich habe nicht Geld. Oh, no. Arbeiten mit you? So, steht in 5 Minuten. Das ist immer so. 5 Minuten bleiben so? Ja, da kann ich stehen. Kann ja jeder behaupten. Ja, freilich, na dann. Wie lange kommen Sie denn schon nach Thailand? 7 Jahre. Immer wieder? Immer daher, am selben Fleck. Und warum immer wieder? Ja, weil es so schön ist. Ja, was ist denn so schön? Na, die Frauen, ne? In der Nacht. Sie kommen wegen der Frauen? Ja, ja. Gibt es in Österreich keine Frauen, oder? Das sind Emanzen. Aha, die mögen es nicht, oder? Nein, und in Thailand gibt es keine Emanzen. Aha. Na, haben Sie denn immer die gleiche oder immer eine andere? Immer eine andere. Denn wenn man es länger hat, werden sie auch aufmupfig. Da werden sie auch aufmupfig. Sie haben gern die Devoten, die den Hund nicht aufkriegen, oder wie? Ja, weil man es eh nicht versteht. Aha. Na, da tue ich halt immer trainieren. Jeden Tag, bis ich 5 Kilo nehme ich jedes Mal ab. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? 68, genau. Dann sind Sie so 38 Jahre jünger und könnten Ihre Tochter sein. Meine Enkelkind, meine Enkel, die habe ich schon, 25-jährige Enkel. Aber kommt Ihnen nicht komisch vor? Nein. Denken Sie nicht dran, dass das Ihre Tochter sein könnte oder sowas? Im Gegenteil. Wieso im Gegenteil? Na so, weil wir sie so gut verstehen. Weil es da keine Diskrepanzen gibt in der Nacht. Mit meinen Eltern darf ich nicht über meine Arbeit reden, obwohl sie wissen, was ich tue. Meine Tochter ist jetzt 2,5 und ich habe sie ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Wenn ich es schaffe, genügend Geld zur Seite zu legen, dann will ich so schnell wie möglich weg von hier. Die Arbeit macht mich krank. Ich fühle mich leer und erschöpft. Ein Leben außerhalb der Barszene gibt es für Nam nicht. Ihre einzigen Freundinnen sind die Kolleginnen. Kontakte in die normale thailändische Gesellschaft sind für Prostituierte tabu. Das gemeinsame Mittagessen vor der Bar ist der Auftakt für einen oft 12- bis 14-stündigen Arbeitstag. Mit 10 Kolleginnen teilt sich Nam einen Wohnraum direkt über der Bar. Das ist günstig, vor allem für den Barbesitzer. So behält er die Kontrolle über die Mädchen. Wir sind weitergefahren nach Pattaya, in das Zentrum des Sextourismus in Thailand. Die Stadt lebt von Prostitution und ganze Straßenzüge sind fest in der Hand deutscher Urlauber. Bundesliga auf dem Bildschirm, Schnitzel auf der Tageskarte und Viagra auf dem Schwarzmarkt. Alle großen deutschen Reisekonzerne vermarkten Pattaya, aber bekennen sie sich auch offen zum Geldverdienen mit Sextourismus? Ein Versuch. Wir gehen in ein x-beliebiges Mittelklasse-Hotel. In der Lobby liegt die Infomappe von Neckermann. Auf Seite 1, ganz korrekt, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt Empfehlungen für dritte Weltreisende. Achten Sie Kultur und Menschen, nehmen Sie Rücksicht. Deftig wird's im hinteren Teil. Da erfährt man, wo es die meisten Go-Go-Bars gibt und unter dem Stichwort Bekanntschaften. Manche Hotels verlangen eine Gebühr, wenn sie einen Gast mit aufs Zimmer nehmen möchten. Wer bis dahin noch nicht begriffen hatte, wie das Geschäft funktioniert, erfährt es von Neckermann.
Für uns ein Grund nachzufragen auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Auch hier wird mit dem Image des stets lächelnden Thai-Mädchens geworben. Die deutsche Reiseindustrie hat eine Initiative gegründet, die zumindest Kinderprostitution bekämpfen will. Wir fragen ihren Sprecher. Herr Müseler, warum hat es denn die deutsche Reiseindustrie nötig, mit Sextourismus Geld zu verdienen und klassische Sextourismusziele wie Pattaya in die Kataloge aufzunehmen? Gut, natürlich haben wir Pattaya im Katalog, aber nicht als Sexreiseziel. Pattaya ist eines der klassischen Badereiseziele in Ostasien und es gibt auch breite Angebote für Familien. Wir haben ja auch in Pattaya gedreht und sind da in ein ganz normales Neckermann-Hotel rein. Da liegt an der Rezeption eine Infomappe auf Seite 1, Tipps für sozial gerechtes Reisen in der dritten Welt. Und ab Seite 10 wird dann erklärt, wie man die Mädels am besten mit aufs Zimmer bringt. Nun, dieser Fall ist mir jetzt nicht bekannt und den kann ich von daher jetzt auch nicht kommentieren. Wohlgemerkt. Aber ist ja wahrscheinlich kein Einzelfall. Also, wenn Sie mir das jetzt so sagen, möchte ich mal fast behaupten, dass sowas eigentlich nur ein Einzelfall sein kann. Meines Wissens, gerade auch die großen deutschen Veranstalter fühlen sich da schon sehr in der Pflicht, eine vernünftige Gangart zu haben und ehrlich gesagt, es überrascht mich schon, wenn Sie mir das jetzt so sagen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie nicht so weit gehen und sagen, die deutsche Reiseindustrie soll insgesamt ihre Finger vom Sextourismus lassen und damit kein Geld mehr verdienen. Das ist eine moralische Frage und auch eine geschäftliche Frage. Es lässt sich damit Geld verdienen. Nein, Sie drücken das falsch rum aus. Wir machen Tourismus. Das ist unser Geschäft. Damit wollen wir Geld verdienen und dazu stehen wir. Die Intention, warum unsere Kunden wohin reisen, das ist nicht Objekt unserer Kontrolle und das ist auch nicht in unserer Macht. Die Reisekonzerne sprechen nicht gern darüber. Aber vielleicht begreifen wir hier in Bangkok, welche Strukturen den Massensextourismus möglich machen. Shopping-Malls für die wenigen Reichen und die aufstrebende Mittelschicht direkt über den Slums, in denen die Ärmsten der Armen von einem besseren Leben träumen. Armut ist der Nährboden für Prostitution. Das war schon in den 60er Jahren so, als die US-Armee in Bangkok und Pattaya preisgünstige Vergnügungszonen für ihre in Vietnam und Kambodscha kämpfenden GIs aufbaute. Als der Krieg zu Ende war, eroberte der internationale Sextourismus die Rotlichtviertel. Nach seriösen Schätzungen werden in Thailand 25 Milliarden Dollar jährlich mit Prostitution verdient. Das sind 10% des gesamten Bruttoinlandsproduktes. So erklärt sich, warum der thailändische Staat kein ernsthaftes Interesse daran hat, den Sextourismus zu stoppen. Es ist ein Geschäft und die Mädchen sind die Ware. In diesen Bars werden die Frauen nach Nummern verkauft. Wir sind zu Gast im sogenannten Babyhaus von Bangkok. Hier finden schwangere Prostituierte und minderjährige Mütter eine Zuflucht. Katholische Nonnen betreiben die Einrichtung. Die jüngste Mutter ist 14. Einige der Frauen und ihre Babys sind HIV-positiv. Ungeschützter Geschlechtsverkehr wird von den Sextouristen besser bezahlt, erzählen uns die Frauen. Sister Michelle führt uns durch ihr Haus. Sie kam vor über 20 Jahren aus Indien nach Thailand. Mitten in den Zentren der Sexindustrie in Bangkok und Pattaya sind die Schwestern vom guten Hirten aktiv. Zurzeit werden hier 120 Prostituierte zu Friseusen umgeschult. Wenn sie erstmal diese Chance haben, können einige von ihnen ihre eigenen kleinen Geschäfte aufmachen. Zum Beispiel Friseursalons, Imbissbuden oder sie bieten traditionelle Thai-Massage an. Die ist sehr beliebt. Und schaffen sie es wirklich, die Frauen aus dem Sexbusiness rauszuholen? Ja klar, aber es ist eigentlich nicht das Ziel, dass wir sie da rausholen.
Wenn Sie selbst so weit sind, diesen Schritt zu machen, dann helfen wir Ihnen. Wir sind keine Kreuzfahrer, die jemanden zu irgendetwas zwingen. Das machen wir nicht. Der Weg, auf dem Sie in dieses Geschäft gekommen sind, das ist ein langer Prozess. Eine Form der Ausbeutung folgt der nächsten. Und aus diesem Job wieder rauszukommen, ist auch ein langer Prozess. Erst bauen wir Ihr Selbstvertrauen wieder auf. Dann wissen Sie, dass Sie es schaffen können und fassen wieder Mut. Im Haus der Nonnen gibt es auch einen Kindergarten für Slumkinder und für die etwas älteren Bildungs- und Freizeitangebote. So soll verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche mangels Alternativen in der Sexindustrie landen. Und ganz überraschend hören wir dann auch noch Deutsch auf den Fluren. Okay. Schlecht. Marina kommt aus Rottenburg und leistet hier ihren freiwilligen Friedensdienst. Kurz nach dem Abi hatte sie das Gefühl, jetzt erstmal etwas Sinnvolles tun zu müssen. Ihre Schülerin heißt Neu und arbeitet in einer Gogo-Bar. Neu hat uns gebeten, ihr Gesicht nicht zu filmen. Der Barbesitzer darf nicht wissen, dass sie ihre Freizeit bei den Nonnen verbringt. Warum ist es denn wichtig, dass Sie den Frauen Deutsch beibringen? Es ist sehr wichtig, dass sie sich mit den Männern verständigen können, weil viele Männer werfen den Frauen einfach nur Schimpfwörter oder andere Wörter an den Kopf und die Frauen können nichts verstehen und können sich somit auch nicht wehren. Und wir geben ihnen die Möglichkeit, sich eben zu wehren. Also ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind, die von Deutschland kommen und vor allem sind es auch jüngere Männer. Ich habe auch viele in meinem Alter schon kennengelernt und die Frage ist dann halt, welchem Mann kann man vertrauen, welchem nicht, wenn man wirklich hier ein Jahr gelebt hat und das wirklich alles sieht. Wir sind wieder auf Phuket am Tsunami-Strand und auch wir wundern uns, wie offen die Freier hier mit ihren Mädchen unterwegs sind. Jährlich reisen 500.000 Deutsche für billigen Sex in dritte Weltländer, sagen Tourismusforscher. Skrupel oder Selbstzweifel gibt es nicht. Kaum einer hat Probleme damit, seine Sicht der Welt vor der Kamera zum Besten zu geben. Also man könnte ja sagen, dass Mädchen einfach, Teilmädchen einfach zum Urlauber älteren Semesters dazugehört. Dass man Jugendträume oder wie auch immer realisiert. Aber es ist so, es ist einfach Begleitung. Und dass man sich sexuell natürlich dann entsprechend näher kommt, ist auch fast selbstverständlich. Aber für mich ist es wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Wann hat man schon mal als älterer Mensch schon mal so ein junges Mädchen im Bett? Jetzt haben mir Ihre Freunde, die ja etwas älteren Semesters sind, erzählt, es geht auch darum, für einen älteren Herrn nochmal sexuelle Wünsche sich zu erfüllen, das, was man normalerweise vielleicht in Deutschland nicht könnte. Sie sind ja jetzt eher jung, würde ich mal sagen. Was reizt Sie trotzdem dran, hier sich mit Teilmädchen einzulassen? Ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr viele Bekannte, also Teilmädchen, mit denen ich wirklich gut befreundet bin, die wirklich Familie haben, Mann und Kinder und ich muss sagen, man kommt auch sehr schnell ins Gespräch, wenn man mal ein bisschen abseits vom Händchen halten und rumschäkern agiert. Und ich kenne so viele auch private Sorgen und Nöte und in dem Sinne ist das irgendwo auch ja, ein sehr freundschaftliches Gefühl bei vielen, wenn ich eben so ja, zweimal im Jahr hier vorbeischaue. Ich habe momentan, auch wenn sie jetzt gerade verschwunden ist, eine Freundin, mit der ich mich eben auch sehr gut so verstehe. Also ich mag das nicht irgendwie mal kurz, weiß ich nicht, abends in die Bar und tschüss. Also wenn ich jemand wirklich so ein bisschen ins Herz geschlossen habe, bin ich dann auch gerne häufiger mit zusammen. Ne? Also als Sexurlauber würden Sie sich nicht bezeichnen, oder? Ich denke mal nicht. Nicht vielleicht nicht so ein Reinrassiger, wie man das so sagen kann. Also für mich muss immer auch ein bisschen Herz und Gegenseitigkeit dabei sein. Und also ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich jetzt quasi nicht Geld zahle, nur damit sie wirklich an meiner Seite ist, obwohl sie mich vielleicht irgendwie total daneben findet. Und wenn man da irgendwie spürt, dass es auch so ein bisschen Freundschaft ist, ist es irgendwie ja, eine schöne Sache irgendwo. I think that's also something else they do in order to
Das ist auch so eine Sache, die die Männer erfinden, um sich zu rechtfertigen. Denn niemand auf der ganzen Welt mag diese Arbeit, außer... Nein, es gibt kein Außer. Keine mag diesen Job. Sie geraten aus unterschiedlichen Gründen in diese Situation und dann versuchen alle möglichst schnell wieder rauszukommen. Und dann gibt es da noch diese, Entschuldigung, aber typisch männliche Theorie zu sagen, Prostitution hat in Thailand eine lange Tradition. Das stimmt nicht. Was man sagen kann, es ist die älteste Form der Ausbeutung und die älteste Form, Menschenrechte zu verletzen. Wenn man es von der Seite sieht, stimmt das eher als zu sagen, es ist Tradition oder ganz natürlich. Es ist nicht natürlich. Es ist nur eine Ausrede, um zu rechtfertigen, was ich da tue. Uns fallen in den Barvierteln die Jungen und Mädchen auf, die Kaugummis und Rosen an Touristen verkaufen. Niemand spricht offen darüber, aber es ist bekannt, dass diese Kinder oft Opfer von Pädophilen werden. Kinderprostitution ist auch in Thailand strikt verboten. Es gibt sie trotzdem. Das belegen diese Bilder, die Kollegen vom Thai-Fernsehen für uns gedreht haben. Der Mann mit der Baseballkappe nennt sich selbst Arbeitgeber. Er steckt den Verdienst aus dem Rosenverkauf ein und manchmal auch etwas mehr. Die sind ja obdachlos und ich gebe ihnen Arbeit. Es kommt schon mal vor, dass Touristen die mit aufs Zimmer nehmen, aber meistens machen sie ja nur Fotos oder Videos. Das wird zwar hart bestraft, aber man darf sich halt nicht erwischen lassen. Er hat sich erwischen lassen, der Kinderschänder Thomas S. Er wurde in Deutschland schon einmal zu 4 Jahren verurteilt. Jetzt ist er in Berlin erneut angeklagt wegen des Besitzes von Kinderpornos. Die Polizei von Pattaya hat uns das Video zur Verfügung gestellt. Wir sollen unseren Zuschauern zeigen, dass hier streng gegen pädophile Sextouristen vorgegangen wird. In Deutschland hat man mit solchen Fällen offenbar keine Eile. Es klingt unglaublich, aber 3 Jahre lang blieb Thomas S. als rückfälliger Kinderschänder auf freiem Fuß. Als dann endlich ein Gerichtstermin gefunden wurde, hatte sich der Angeklagte längst nach Thailand abgesetzt. Sehr kompliziert seien die Ermittlungen gewesen, erzählt uns die Berliner Staatsanwaltschaft. Sogar einen Zielfahnder habe man eingesetzt, um Thomas S. in Pattaya aufzustöbern. Dabei ist es ganz einfach, den wegen 29-fachen Kindesmissbrauchs vorbestraften Mann zu finden. Wir brauchen in einem Internetcafé in Pattaya dafür nur wenige Minuten. Thomas S. arbeitete als Journalist für das Stammblatt der Deutschen Urlauber und veröffentlichte Artikel unter seinem vollen Namen. Und während ihn die deutsche Polizei mit internationalem Haftbefehl suchte, ließ er sich in Pattaya neben deutschen Geschäftsleuten am Stammtisch ablichten. Haben Sie Beweise dafür, dass Thomas S. auch in Thailand Kinder missbraucht hat? We saw many pictures. Wir haben viele Fotos gefunden, als wir sein Apartment durchsucht haben. Und dann haben wir auch seinen Computer hochgefahren und dabei weitere Fotos gefunden, auf denen sexueller Missbrauch abgebildet ist. Dieser Mann hat diese Bilder auf der ganzen Welt verbreitet. Hat er damit auch Geld verdient? Ja, das auch. Einen Orden hat Colonel Itipol bekommen für seinen Kampf gegen pädophile Sextouristen. Er hat einen ganzen Stapel abgeschlossener Fälle im Schreibtisch liegen. Wir haben die Situation hier inzwischen ganz gut im Griff, erzählt er uns. Aber gehen Sie mal rüber nach Kambodscha, da ist das Problem noch viel schlimmer. Wir sind mit der versteckten Kamera unterwegs in Phnom Penh. Kinderschützer haben uns die Adresse eines stadtbekannten pädophilen Viertels gegeben. Wir sitzen keine 10 Minuten in einer Bar am Straßenrand, da spricht uns ein junger Mann an. Wenn wir auf junge Boys und Girls stehen, dann sollen wir einfach seinem Kumpel folgen. Wie alt soll deine Lady sein? Was kannst du denn anbieten?
13? Ich habe 12- bis 15-Jährige. Willst du? No problem. Und sicher, dass es keine Probleme mit der Polizei gibt? Nein, hier gibt es keine Polizei. Sicher? Ja, klar. Willst du die da? Wie alt ist denn das Mädchen? How old is she? 11. 11, okay. And what's the price? Und was kostet sie? Wie viele Dollars? 40. Yeah. Phnom Penh, Laos, Manila. Auf dem Straßenstrich und in Bordellen werden nach Schätzungen der UNICEF 2 Millionen Kinder weltweit als Prostituierte missbraucht. Pädophile Sextouristen findet man überall dort, wo die Armut besonders groß und die Polizei besonders bestechlich ist. Und wenn sich doch einmal ein Polizeioffizier findet, der einen Kinderschänder abschiebt, dann mangelt es vor Gericht in Deutschland oft an verwertbaren Aussagen der Opfer. Ermittlungen im Ausland sind teuer und kompliziert. Staatsanwälte und Richter lassen deshalb am liebsten die Finger davon. Wir sind zu Besuch in einem Heim für missbrauchte Kinder. Auch hier haben wir versprochen, keine Gesichter zu zeigen. Die Scham ist zu groß und die Angst. Eines der Mädchen ist bereit, in Anwesenheit einer Therapeutin mit uns zu sprechen. Kim ist heute 14, mit 12 hat ihr Vater sie an ein Bordell verkauft. Kinderschützer haben sie befreit. Mein Vater ist mit mir in die Stadt gefahren und hat mich in ein Hotelzimmer gebracht. 4 Tage lang ist nichts passiert. Dann kam zum ersten Mal ein Ausländer. Er hat mir eine grüne Tablette gegeben, davon wurde ich müde. Er zwang mich, sein Geschlechtsteil in den Mund zu nehmen. Ich musste einen Vibrator aus Plastik zwischen meine Beine stecken. Er hat sich eine Videokamera umgehängt und alles gefilmt. Was passiert mit den Tätern und den Käufern von Kinderpornos? Colonel Itipol präsentiert seinen Fahndungserfolg der thailändischen Presse. Er ist sich ganz sicher, wir haben gut mit den Berliner Behörden kooperiert. Thomas S. wird in Deutschland im Gefängnis landen. Vier Monate später, Prozess im Amtsgericht Tiergarten. 8.300 kinderpornografische Fotos hat die deutsche Polizei auf dem Computer von Thomas S. gefunden. Wissen Sie, Herr Richter, ich habe einen Sammeltrieb. Ein geständiger Angeklagter, das garantiert einen schnellen Prozess. Das Urteil 9 Monate auf Bewährung. Thomas S. habe eine günstige Sozialprognose. Aus den letzten beiden Jahren sei ihm nichts nachzuweisen. Da hat er ja in Pattaya gelebt. Die Ermittlungsakten aus Thailand, die den Angeklagten belasten, hat der Richter nicht angefordert. Der vorbestrafte Kinderschänder verlässt das Gericht als freier Mann. Wir fragen nach beim Staatsanwalt. Er hat Berufung eingelegt. Nach einigem Drängen ist er bereit, uns ein Interview zu geben, obwohl er nicht versteht, warum das Fernsehen sich ausgerechnet auf diesen Fall stürzt. Es ist möglicherweise bedauerlich, aber gerade dieser Fall beispielsweise ist jetzt aus der Erfahrung der Staatsanwaltschaft nicht unbedingt ein Fall, der nach oben oder nach unten ausweicht. Da können Sie mir das nochmal deutlicher sagen? Was heißt das? Sie halten den gar nicht für besonders schlimm, den Fall? Oder? Das habe ich nicht gesagt. Nur, es ist Alltag. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft Berlin mehrere Abteilungen, die sich mit solchen Fällen befassen. Wenn Sie die jetzt im Einzelnen fragen würden, würde man bestimmt Fälle finden,
die noch viel schlimmer sind und die überhaupt kein Echo in der Öffentlichkeit oder in der Presse gefunden haben. In dem Fall hat es jetzt zum Beispiel auch 3 Jahre gedauert, bis der Prozess wirklich stattfand. Das ist ja eigentlich auch nicht wirklich beruhigend, wenn man weiß, dass ein Mann, der diese Neigungen hat, dann 3 Jahre auf freiem Fuß ist, bis es überhaupt zu dem Verfahren kommt. Es gibt in jedem Ermittlungsverfahren entsprechende Schwierigkeiten. Hier Internet, Auslandsaufenthalt des Betroffenen, Namhaftmachung der Opfer, lauter solche Probleme, die hier speziell auch für eine Verzögerung sorgen können. Kann man denn sicher sein, er ist ja jetzt auf Bewährung raus, dass er in Deutschland ist, oder fährt er jetzt munter zurück nach Thailand und tut, was immer er will? Das weiß ich momentan nicht, wo er sich aufhält. Er ist auf Bewährung draußen. Solange wie die Berufungsentscheidung noch nicht ergangen ist und noch kein rechtskräftiges Urteil ergangen ist, wird sich daran auch nichts ändern. Könnte es denn sein, dass es wieder 3 Jahre dauert, bis es dann zur Berufungsverhandlung kommt, oder? Davon gehe ich nicht aus. Schneller. Mit Sicherheit. Schlampereien im Prozess und ein rückfälliger Täter auf freiem Fuß. Kinderschützer versichern uns, dass das kein Einzelfall ist. Und sie sagen, der Sextourismus schafft ein ideales Umfeld für Kinderschänder. Kinder, die im Rotlichtmilieu aufwachsen, sind leichte Opfer. Und Pädophile können hier besonders leicht abtauchen. Nur die ganz normalen, die nicht pädophilen Sextouristen, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, die wollen von diesem schmutzigen Thema nichts hören. Wir sollen in unserem Film bloß nicht so tun, als hätte ein bisschen Rumfummeln im Urlaub irgendwas mit Kinderschänderei zu tun. Das hören wir bei unseren Interviews immer wieder. Auch Werner aus Bochum hat sich seine Gedanken über die Zustände in Thailand gemacht. Also hier kriegst du für Geld alles. Kriegst du gar eine Pistole, wenn du so haben willst. Ja, aber... Aber muss ich nicht erwischen lassen. Ja. Du hast wohl als Ausländer hier keine Rechte. Ja. Also wenn du hier mit dem Moped fährst oder mit dem Auto, das ist das, was ich immer sage. Ja. Und du kannst ja keine Grundstücke erwerben. Kannst gar nichts machen. Was ist denn mit den Pädophilen? Haben Sie von denen mal was mitgekriegt? Weil Sie gerade sagen, man kriegt hier alles für Geld. Wie soll ich das verstehen? Man kriegt auch Kinder für Geld zum Beispiel. Ne? Nee, das mache ich nicht. Nee, ich meine nicht, dass Sie das machen, aber ob Sie mitgekriegt haben, ob Nee, nie. Ja. Habe ich nie gemerkt. Das wird vielleicht in Kambodscha der Fall sein oder in Laos oder in Burma dahin. Was das in Dunkelziffer gibt es in Deutschland ja genau dasselbe. Ne? Also das weiß ich nicht. Also da kann ich nicht drüber reden. Es wird wohl gemungelt. Und mittlerweile, wenn Sie erwischen dabei, bist du eingesperrt. Ja. Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Kommt Ihnen das da nicht komisch vor, mit so einer jungen thailändischen Frau unterwegs zu sein? Ich nehme nie ein Kind mit. Ich nehme eine Frau mit. Ich will eine Frau im Bett, sage ich, und kein Kind. Das ist ganz einfach. Wenn ich sie, wie manche auch, Männer... Aber wenn sie 18 ist, ist sie solche, mit solchen... jünger als Sie oder ungefähr, ne? Ja, das ist Ansichtssache. Also ich habe lieber keine so junge. Ich habe 2 Töchter und dann muss ich immer denken, meine Tochter, nee, das mache ich nicht. Wie alt sind denn Ihre Töchter? Die eine ist 25, die andere 36. Gut, der 36er, 30-Jährige nehme ich schon mit. Aber das wäre ja aber eigentlich genau das Alter, wo jetzt thailändische Frauen dann in den Bars landen. Die landen schon mit 18, 19 in den Bars, gell? Aber ist das für Sie nicht eine komische Vorstellung, wenn man sich vorstellt, das könnten eigentlich vom Alter her meine Töchter sein? Ja, freilich, darum nehme ich auch keine so Junge. Das ist es, gell? Und das... Da habe ich neulich, das war vor ein paar Jahren, da hat unser Hoteldirektor hat auch ein Bar aufgemacht, da war so ein junges Ding, ein wirklich süßes, liebes Mädchen war das. Und das ist immer bei mir gewesen. Dann sagt er, nimm sie doch mal mit. Dann sage ich, hoch mal her, wenn ich das Mädchen anschaue, ich habe so eine Tochter daheim, gell? Das bringt mir nichts, das kann nichts. Und da war einer von Bad Reichenhall, der hat gesagt, ich kann dich verstehen, dass du so bist, gell? Phuket und der Erfolg des Wiederaufbaus. Kurz nach dem Tsunami war zu lesen, die Stadtverwaltung wolle jetzt auf sanften Tourismus umschwenken. Das haben die Geschäftsleute aus der Sexindustrie erfolgreich verhindert. Der einzige Barbesitzer, der bereit war, vor unserer Kamera zu sprechen, ist Erik aus Schweden. Erik war früher mal Pastor bei einer Kirche für Seeleute. Jetzt hat er seine Schäfchen im Sexbusiness ins Trockene gebracht. Wie entscheiden Sie, welche Mädchen in Ihrer Bar arbeiten dürfen? Wie wählen Sie aus? Oh, I have only one thing.
Oh, da gibt es nur ein Kriterium. Sie müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Ob Sie besonders hübsch sind, ist nicht so wichtig. Hauptsache, Sie haben ein gutes Herz. Dann dürfen Sie bei mir arbeiten. Wie ist das Geschäft organisiert? Bezahlen Sie die Mädchen oder arbeiten die auf eigene Rechnung? Ja und nein. Ich habe ein Haus für die gemietet. Da leben 10 Ladies in 3 Räumen mit Duschen und allem drum und dran. Denen geht es gut da. Und außerdem bezahle ich ja auch noch das Essen für sie. Offiziell ist Prostitution in Thailand verboten. Wie kommt es, dass es trotzdem jeder tut? Naja, man kann das nennen, wie man will. Meine Ladies haben immer die freie Entscheidung. Die müssen nichts tun, was sie nicht wollen. Und was sie machen, wenn sie hier aus der Bar rausgehen, geht mich nichts an. Wer macht hier das dicke Geschäft, Sie oder die Mädchen? Keine Ahnung. Oft kriegen die das große Geld und ich gar nichts. Während Eric noch so plaudert, ist draußen eine kleine Demo aufmarschiert. M-Power, die Selbsthilfegruppe der Prostituierten, macht mobil. Mit Straßentheater kämpfen sie für ihre Rechte und für den Gebrauch von Kondomen. Wissen die Barmädchen nicht, dass sie Kondome benutzen müssen? Doch, wir wissen das, aber die Touristen und die Geschäftsleute, die wollen das oft nicht wissen. Die denken sich, okay, ich habe die Kohle, also kann ich tun, wozu ich Lust habe. Ich kann es mir leisten, keine Kondome zu benutzen. Haben Sie die gleiche Krankenversicherung wie alle in Thailand? Aber nein, die denken, wir sind selbst eine Krankheit, etwas Widerliches. Also haben wir das nicht verdient. Was fühlen Sie selbst, wenn Sie an Sextouristen denken? Gefühle? Ehrlich gesagt empfinden wir denen gegenüber gar nichts. Das Einzige, was wir wollen, ist etwas Respekt. Wer macht hier das dicke Geschäft? Die Regierung macht das dicke Geschäft, weil die Sextouristen das ganze Jahr über ins Land strömen. Die zahlen schon am Flughafen die Einreisesteuer und auch für jedes Bier, das sie trinken, wird Steuer kassiert. Das ganze Geld geht also an den Staat. Bei uns kommt davon gar nichts an. Und das soll fair sein? Die Frauen und Mädchen aus der Selbsthilfegruppe haben sich für heute Abend eine Gogo-Bar gemietet. Nur die Gaffer, die müssen heute draußen bleiben. Diese Party gehört den Mädchen selbst, eine Demonstration des Selbstbewusstseins. Einmal angezogen auf der Bühne stehen, einmal die Musik hören, die ihnen selbst gefällt. Morgen geht das Geschäft wieder seinen gewohnten Gang. Tanzen, Bier ausschenken und für ein paar Dollar mit aufs Zimmer. Damit die Touristen aus dem Westen einen gelungenen Urlaub haben und zu Hause von ihren Abenteuern in Thailand erzählen können.